So, hier stehen wir von einem Benimar. Ich habe so ein Fahrzeug noch nie abgefilmt. Jetzt muss ich aber mal gucken, was für ein Fahrzeug das ist. Auf jeden Fall, das ist ein neuer Ducato. Es ist der Mileo M261. Von außen macht er echt mal was her. Und wie gesagt, Benimar habe ich noch nie einen abgefilmt. Deswegen lasst uns einfach mal schön ums Fahrzeug rumgucken und einfach mal schön den Benimar anschauen. Ja, bevor wir reingehen, lasst ein Abo und lasst ein Like da. Und wie immer nach dem Intro geht's weiter. Seid gespannt, wenn wir uns jetzt den Benimar anschauen. Ciao, bis gleich. Hallo, hier ist Andi von XX Camping und ich freue mich, dass ihr unseren YouTube-Channel besucht. Themen wie alles rund ums Auto, Campingplätze oder Stellplätze werdet ihr hier finden. Und ich würde mich freuen, oder wir würden uns freuen, denn es gibt auch noch Mausi, wenn ihr unseren Channel abonniert und uns regelmäßig besucht. So, zurück nach dem Intro. Und wie gesagt, ich habe noch nie einen Benimar abgefilmt. Eins ist sicher, das habe ich vorher schon gesagt. Es ist von Fiat, ja. Es ist der M261, genannt Mileo. Ja, laufen wir einfach mal geschwind ums Fahrzeug rum. Auch hier sehr hochwertiges Fahrzeug, was ich nur mal so kurz erhaschen kann, wenn ich nach drinnen reingucke. Im hinteren Bereich sehen wir die Fahrradaufnahme. Muss hier bestimmt auch irgendwo noch die Kamera versteckt sein. Und große Garage. Hier haben wir auch noch ein Außerfach. Was ist das? Wirklich tolles, toll geklebt oder toll beklebtes Fahrzeug. Macht einen sehr wertigen Eindruck auch von außen. Ja, jetzt gehen wir einfach schon rein, Mensch. Die Fahrzeuge sehen von außen fast immer ein bisschen gleich aus. Hier wirklich die Optik von außen, mega super. Jetzt gehen wir einfach mal rein ins Fahrzeug und schauen uns mal so ein Fahrzeug von innen an. Was ich auf jeden Fall schon mal sehe, das Fahrzeug hat ein Bett. Eins von mehreren Betten. So, wir gucken nach vorne. Es ist ein Fiat Ducato und zwar ein Schalter. Ich vermute mal 140 PS. Wir gehen ein Stückchen zurück, dass ihr das Fahrzeug in Gänze sieht. Ich erkläre nicht viel dazu. Wir schauen das einfach mal an. Und ihr könnt euch so den ersten Eindruck machen. Im vorderen Bereich, ich gehe einen Schritt zurück, haben wir ein kleines Hubbett für eine Person. Maximal belastbar 150 Kilo. Hier haben wir eine L-Sitzform. Und einen Tisch, keinen elektrischen Hubtisch, sondern manuell bedienbar. Und auf der anderen Seite haben wir auch nochmal einen Sitz. Dass hier 1, 2, 3, 4 Personen, 5 Personen hier an der Tisch sitzen können. So, dann drehen wir mal nach hinten. Was haben wir denn im hinteren Umfeld? Hier oben haben wir das Bedienpanel von Benimar. Hier eine Truma-Heizung. Dann haben wir hier ein großes Waschbecken. Ein Spülbecken, nicht Waschbecken. Kann man auch natürlich sich waschen. Sollte man aber nicht. Dann haben wir hier im vorderen Bereich in der Front Steckdose und auch eine 12-Volt-Steckdose. Große Schubladen, überall Schublade, als ich auch hier, da müsst ihr mal vertrauen, auch hier habt ihr genügend Platz, tatsächlich eure Sache unterzubringen, auch hier, und unter hat es auch noch welche, also wirklich genügend Platz, natürlich mit Softlos. Dann haben wir hier ein 3-Flammen-Gasherd, natürlich mit Piezo-Zündung, wenn es die nicht geben würde, würde ich euch sagen, dann sind wir fehl am Platz bei den Wohnmobilherstellern. Und was man dem Fahrzeug auch noch hat, passt mal auf, was da oben ist, eine Dunstabzugshaube. Cool. Kein Geruch im Fahrzeug. Ah, Druckschränke. Guckt euch mal an. Wirklich genügend Platz. Also den Schrank macht man nicht auf durch Ziehen, sondern durch Drücken. So, dann gucken wir weiter nach hinten. Dann sehen wir im hinteren Bereich auf der linken Seite einen riesengroßen Kühlschrank mit Gefrierkombi.
Und hier kommen wir dann in der hintere Schlafbereich. Hier haben wir dann zwei richtig große Betten. Und ich kann ja sagen, hier kann man dann auch noch einen zusätzlich was einhängen, dass man tatsächlich eine durchgehende Liegefläche hat oder Schlaffläche. Und hier ist dann die Drittstufe, um gemütlich ins Bett zu steigen. Seht das hier. Und rechts und links hier Schrank und hier Schubladen. Auch genügend Staubereich im hinteren Bereich vom Bett. Also hier könnt ihr auch genügend noch eure Kleidung unterbringen und auch die Beleuchtung finde ich mega toll. Dann sehen wir noch hier rein. Hier haben wir dann noch die gute Tedford und ein abgetrennter Duschbereich. So, das war der Benimar M261. Wirklich ein tolles Fahrzeug. Ein, zwei Facts zu diesem Fahrzeug. Tolles Fahrzeug auf Ducato 10 Basis. Ihr habt es gesehen mit der neuen Front. Das Fahrzeug ist über 7 Meter. Es gibt dann unterschiedliche Varianten. Da müsst ihr einfach mal auf die Homepage von Benimar gehen. Für mich war einfach mal wichtig, wie sieht das Fahrzeug von innen aus? Wie sind die Schränke? Wie sind die Möbel? Welche Farbkombinationen haben zum Beispiel die Polster? Ist das alles wertig verarbeitet? Und ich kann euch echt sagen, Benimar ist sehr wertig verarbeitet. Tolles Fahrzeug, was das Thema Preise angeht. Wie gesagt, schaut einfach mal nach. Ich will euch ja auch ein bisschen hungrig machen, dass ihr am Ende des Tages nicht alles vorgekaut kriegt von mir, sondern dass ihr tatsächlich mal seht, wie sieht das Fahrzeug von innen aus. Das war's wieder von Andy und von Mausi von XX-Camping. Ich bin immer noch in Sprendlingen unterwegs, im Trigano-Haus. Ja, wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, abonniert einfach den Channel. Schaut einfach mal rein. Informiert euch, was habe ich denn immer mal wieder Neues. Und bis dann, euer Andi und eure Maus hier und wir sehen uns. Ciao, ciao.